Hallo liebe Freunde und Freunde der Brettspiele, ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Codex Naturalis, einem schönen kleinen Spiel aus dem Jahr 2021 von Thomas Dupont, auf Deutsch im Vertrieb von Hoch oder bei Hoch. Ich habe hier das Original von Bombix auf Englisch und Französisch, aber beim Kartenmaterial oder beim Material insgesamt merkt man das sowieso nicht. Deswegen ist das hier auch nicht so schlimm. Ja, von 2021 ist das Spiel schon, aber jetzt erst in 2024 gab es dazu auch endlich mal Solo-Regeln und das nehme ich natürlich gerne zum Anlass, dieses schöne kleine Spiel nochmal rauszuholen. Ihr seht es hier schon auf der Metalldose, die hier die Schachtel ist, mit diesen Goldverzierungen. Die findet man hier auch auf den Karten und deswegen ein super schönes Spiel. Auch viele kleine niedliche Illustrationen hier dann noch auf den Karten drauf. Das werdet ihr natürlich gleich noch alles sehen. Und ja, das Spiel spielt sich solo eigentlich wie das Spiel mit mehreren Personen, außer dass wir hier natürlich so einen kleinen Bot haben, der Punkte sammeln wird und versuchen wird, uns zu besiegen, beziehungsweise mich zu besiegen, aber während ihr mir dabei zuschaut. Ja, und wie genau das alles funktionieren wird, das werde ich euch gleich zeigen. Abgesehen von dem Bot spielt sich das Ganze aber grundsätzlich genauso wie mit mehreren Personen. Deswegen, wenn ihr das Spiel noch gar nicht kennt, schaut es euch hier gerne mal an und lernt es dabei ein bisschen kennen. Wenn ihr dann noch ein richtiges Regel- und Rezensionsvideo sehen wollt, das habe ich schon mal gemacht, schreibe ich euch gerne in die Videobeschreibung und da könnt ihr dann auch gerne noch mal reinschauen, wenn euch das noch weiter interessiert. Ja, kommen wir hier zum Aufbau des Spiels. Es ist ganz klein bisschen anders jetzt hier beim Solospiel als mit mehreren Personen, weil wir da einen kleinen Extraschritt dabei haben, aber alles andere ist auch hier wie gewohnt. So, wir haben hier mal unser Tableau, denn wer als erstes hier bei 20 Punkten landet im Laufe des Spiels, der oder die löst das Spielende aus. Dann wird nämlich nur noch eine Runde danach gespielt und dann endet das Ganze. Danach gibt es noch ein paar Punkte für Zielkarten, die man erreichen kann. Das werden wir uns natürlich auch gleich noch anschauen. Und ja, wer dann am meisten Punkte hat, ist Sieger oder Siegerin hier bei Codex Naturalis. Ich werde hier den roten Stein haben und der Bot bekommt den grünen Stein. Und da werden wir hier halt im Laufe des Spiels die Punkte drauf festhalten und dann ja mal schauen, ob ich den Bot schlagen kann. Ansonsten erstmal der ganz normale Aufbau. Jede Person bekommt eine Startkarte, die darf man auch wenden. Auf der einen Seite hat man immer die vier verschiedenen Ressourcensymbole, die es im Spiel gibt, an den Ecken. Aber man legt immer Karten auf diese Ecken drauf, sodass die vielleicht auch verschwinden könnten. Deswegen kann man auch einfach die andere Seite der Karte verwenden. Da sind nicht ganz so viele Ressourcen drauf, aber die Ecken sind frei. Und deswegen werde ich mich auch hier für diese Karte entscheiden. Die lege ich hier in die Mitte. Dann bekommt jede Person vom Ressourcenkartenstapel zwei Stück und eine der Goldkarten. Die erkennt man von der Rückseite her auch dadurch, dass sie halt hier tatsächlich so Goldelemente dabei haben. Ich kann es leider durch die Kartenhüllen nicht so gut in die Kamera halten, sodass ihr nur diesen Goldrand seht. Beziehungsweise ich kann ja einmal kurz die Karte hier rausholen. Also ich finde, das ist wirklich wunderschön gemacht. Deswegen wirklich auch ein Augenschmaus, dieses Spiel. Auch wenn es eigentlich recht minimalistisch gehalten ist. Aber zurück zum Aufbau. Wir haben hier die Ressourcenkarten und die Goldkarten jeweils getrennt gemischt und auf den Stapel gelegt. Und jeweils zwei von den Karten liegen hier offen bereit. Die können dann später aufgenommen werden. Dann haben wir hier bereitgelegt zwei öffentliche Ziele. Die dürfen alle Spielerinnen und Spieler erfüllen. Das gilt zum einen hier auch für unseren Bot. Für den ist das ganz, ganz wichtig. Aber auch ich möchte hier natürlich versuchen, ein paar Punkte rauszuholen. Und hier bei diesem ersten Ziel, ja, wenn ich die Karte erwische, geht es darum, dass man eine bestimmte Formation mit Karten von dieser Farbe hier anordnen möchte. Also hier drei rote Karten, die quasi so aneinandergereiht sind in so einer Linie. Das darf man hier tatsächlich auch nicht drehen oder sowas, wie es bei manchen anderen Spielen möglich ist, sondern es muss wirklich in dieser Ausrichtung geschehen. Und für jede Formation, die ich so bauen kann, bekomme ich zwei Punkte, wobei natürlich jede Karte nur einmal gezählt werden kann. Wenn ich hier fünf Karten aneinanderreihe, ist das halt trotzdem nur einmal diese Formation. So, das zweite öffentliche Ziel, was wir hier haben, da bekommt man jeweils zwei Punkte für jeweils zwei Federsymbole, die man gesammelt hat. Die können sich hier auf den Karten finden. Hier seht ihr mal so eine Schriftrolle oder so eine Flasche und so gibt es halt auch diese Federn. Auch dafür kann ich Punkte bekommen. So, jetzt schaue ich doch mal, was habe ich denn hier an Handkarten? Eine rote Karte ist schon mal dabei, das ist schön, denn ich habe jetzt nämlich noch zwei Karten als persönliches Ziel
Und davon muss ich mir jetzt noch eine aussuchen. Ich kann jetzt entweder hier dieses Ziel nehmen, um, ja, da haben wir tatsächlich auch fast alle Zielarten, die es so gibt. Da bekomme ich für jeweils 3 rote Ressourcen, das sind die Pilze, bekomme ich 2 Punkte. Und ja, da wir ja hier ohnehin rote Karten sammeln wollen, ist das doch gar keine schlechte Idee, weil ja, das unterstützt sich ja im Grunde genommen gegenseitig. Hier müsste ich halt mit lilafarbenen Karten so eine Formation machen. Das passt halt gar nicht zu den anderen beiden Zielen, deswegen werfe ich diese Zielkarte hier mal ab und werde hier mit dieser roten Zielkarte arbeiten. Die lege ich auch mal hier dazu, aber so ein bisschen abgesetzt, damit ich weiß, dass das mein persönliches Ziel ist und diese beiden die öffentlichen Zielkarten. Der Bot hat von jeder der 4 Ressourcenfarben jetzt hier noch eine Karte hingelegt bekommen und dort wird er dann weitere Ressourcenkarten oder Karten insgesamt sammeln, um sich dann halt in den einzelnen Bereichen stärker zu machen und dann auch Punkte sammeln zu können. Wie das genau funktioniert, das sage ich euch einfach gleich, wenn es soweit ist. Ich werde hier das Spiel gleich beginnen und ja, in jeder Runde muss man eine der Handkarten spielen und zieht dann eine der offen ausliegenden Karten neu. Und ich muss dabei beachten, auf den Goldkarten gibt es immer Voraussetzungen und die findet man unten in der Mitte. Um diese Karte ausspielen zu können, bräuchte ich erst 3 grüne und ein lilafarbenes Ressourcensymbol. Das habe ich jetzt zu Beginn natürlich nicht, deswegen werde ich damit nicht anfangen können. Aber da ich ohnehin diese roten Karten und auch die roten Ressourcen sammle, werde ich halt mal mit dieser Karte anfangen. Und um eine Karte zu platzieren, legt man einfach eine der Ecken auf eine der anderen Ecken drauf. Und ihr seht schon bei dieser Karte, nicht alle Karten haben alle Ecken zur Verfügung. Und deswegen kann ich hier an diese Ecke, kann ich später keine Karte drauflegen. Ich könnte diese Karte durchaus mit ihrer leeren Ecke auf die Ecke einer anderen Karte legen. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, hier drauflegen kann ich die nicht. Und da ich dieses Symbol ja auf jeden Fall erhalten möchte, weil das kann jetzt nie wieder abgedeckt werden, werde ich das mal so anfangen, weil damit kann ich doch wahrscheinlich schon sehr schön so eine Kartenformation hier beginnen und kann auch an diesem Ziel bereits arbeiten. Ja, das war jetzt tatsächlich auch schon mein Zug, was das Kartenausspielen angeht. Jetzt kann ich mir halt eine von den Karten aussuchen. Und es kann natürlich Sinn machen, am Anfang des Spiels eher Ressourcenkarten zu nehmen, denn ja, die Voraussetzungen müssen halt erfüllt sein. Aber da ich hier jetzt die Voraussetzungen schon erfülle mit den Sachen, die ich hier bei mir liegen habe und mir die halt Punkte geben und es rote Karten sind, die mir hier auch weiterhelfen, werde ich auf jeden Fall davon mal was nehmen. Und ja, gerade ist es für mich eigentlich egal, welche ich von den beiden nehme. Aber die hier passt besser, weil die kann ich nachher ganz wunderbar hier hinlegen. Ja, so, die nehme ich auf die Hand und die Karte, oder von dem Stapel oder von der Kartenart, von der eine genommen wurde, wird dann wieder nachgefüllt. Und die liegen hier jetzt bereit. Jetzt ist das erste Mal der Bot dran. Normalerweise wäre jetzt ein anderer Spieler oder eine Spielerin dran und würde halt einen Zug machen, so wie ich das eben gemacht habe. Aber der Bot, der sucht nach ganz bestimmten Kriterien. Und zwar schaut der immer bei den beiden Kartenspalten, die wir hier quasi haben, jeweils aus Ressourcen und Goldkarte. Das muss genauso hingelegt werden hier für das Solospiel. Schaut er für jede der Spalten, was er dort macht. Und als erstes übrigens, der Bot heißt Tybor und zwar Tybor Quillain, um dem Ganzen auch einen Namen zu geben. Der schaut jetzt hier als allererstes mal, ob er für die Goldkarte schon die nötigen Ressourcen hat. Also in diesem Falle 3 Lederfarben und eine rote Ressource. Wenn das nicht der Fall ist, dann schaut er als nächstes danach, ob die Goldkarte, die dort liegt, mindestens 5 Punkte wert ist, beziehungsweise genau 5 Punkte wert ist, denn es gibt welche, die sind einfach direkt 5 Punkte wert. Das ist hier aber auch nicht der Fall. In dem Falle geht er dann zum nächsten Schritt und schaut, ob eine der beiden Karten zu den öffentlichen Zielen passt. Ja, und in diesem Falle ist das nicht der Fall, weil die Karte ist nicht rot. Hier, diese Karte will ja rote Karten haben. Oder es sind auch keine Federn hier mit drauf. Deswegen geht es weiter zum letzten Schritt, der noch geprüft wird. Und ja, wenn die ersten beiden Fragen jeweils mit Nein beantwortet sind, dann nimmt sich der Bot die Ressourcenkarte der Spalte und fügt die seinem eigenen Vorrat hinzu, sodass er jetzt 2 lilafarbene Ressourcen hat. Ah, das habe ich eben noch vergessen. In meinem Zug darf ich meine Karte auch umdrehen. Auf der Rückseite ist immer einmal
ein Ressourcensymbol der jeweiligen Farbe zu sehen und es sind alle vier Ecken verfügbar. Das kann manchmal sehr viel Sinn machen, um sich ja nochmal beim Tableau ein paar Wege zu eröffnen. Für uns jetzt aber erstmal noch nicht so arg relevant. Ich sehe aber hier, ab jetzt hat der Bot hier in seiner Auslage schon ein zweites lilafarbenes Ressourcensymbol. So, auch hier wird natürlich bei ihm direkt wieder nachgefüllt. Damit wird natürlich auch ein bisschen simuliert, dass andere Spielerinnen und Spieler hier so die Karten nehmen würden, bis ich wieder dran bin und ja, die Auslage dann eben auch anders ausschaut. So, als nächstes schauen wir jetzt bei der zweiten Spalte nach. Auch hier schauen wir als allererstes, hat er die Ressourcen für die Goldkarte? Ist noch nicht der Fall, ihm fehlt hier noch eine rote Ressource. Als nächstes schaut er aber, passt eine der Karten zu der Ziele, der öffentlichen Ziele. Und ja, das ist hier der Fall. Das passt hier zu den roten Karten. Und weil die Karte dazu passt, nimmt er die Karte zu sich und legt die auch wiederum als Ressource hier hin, hat dafür jetzt aber noch keine Punkte bekommen. Punkte bekommt der Bot nur, wenn er tatsächlich im ersten Schritt schon die Ressourcenkarte nimmt, weil er die Goldkarte nimmt, wenn er die entsprechenden Ressourcen hat. War jetzt noch nicht der Fall. Insofern Glück für mich und es wird natürlich auch jetzt hier wieder eine neue Karte hingelegt und dann bin ich auch schon wieder dran. Und ja, ich bleib jetzt natürlich hier mal bei meinen roten Karten und auch nochmal eine kleine Korrektur, das habe ich eben auch vergessen. Ich dürfte beim Nachziehen auch eine der obersten Karten vom Stapel ziehen. Auch das glaube ich an dieser Stelle gar nicht mal so unwichtig. Denn ich werde jetzt natürlich gleich mal diese Karte legen, weil die funktioniert ja für mich schon. Und bei dieser Goldkarte wird geschaut, wie viele von diesen Flaschen habe ich bereits. Und für jede davon bekomme ich einen Punkt. Das heißt, in diesem Falle bekomme ich für diese Karte jetzt einen Punkt. Denn sie selber hat eine Flasche drauf. Ich habe sonst noch keine. Aber mein erster Punkt ist dabei. So, und jetzt könnte ich mir halt eine von den vier Karten aussuchen. Aber dort liegt noch eine rote Karte. Und rote Karten möchte ich haben. Deswegen nehme ich mir hier diese Ressourcenkarte. Ja, und die ist dann auch gleich nochmal ein Punkt für mich wert und bringt nochmal ein Ressourcensymbol mit. Das ist doch auch schon mal nett. Okay, das war's schon wieder für mich. Jetzt ist wieder der Bot dran. Er schaut wieder, hatte ich hier die nötigen Ressourcen? Das ist nicht der Fall. Es passt auch weiterhin keine von den Karten hier dazu. Das heißt, er nimmt sich wieder die Ressourcenkarte und fügt die seiner Auslage hinzu. Dann gibt es eine neue Karte hier bei den Ressourcen. Und hier drüben schaut er auch wieder. Passt keine zu, also er kann sich die Goldkarte noch nicht leisten und er kann sich auch, und hier die beiden Karten passen auch nicht zu den Zielen. Insofern nimmt er auch hier wieder die Ressourcenkarte und fügt die seiner Auslage hinzu. Da hat er jetzt schon tatsächlich eine ganz gute Auslage, um zukünftig dann eben auch Karten nutzen zu können. Insofern muss ich mich, glaube ich, hier auch wirklich anstrengen, um gegen den Bot bestehen zu können. Okay. Dann schauen wir doch mal, die dritte rote Karte könnte ich jetzt hier hinlegen, aber das hilft mir noch nicht so fürchterlich viel, weil ich noch keine neuen roten Karten in Sicht habe, die ein Ressourcensymbol bräuchten. Vielleicht kann ich hier mit der Flasche mit einer anderen Karte noch was anfangen. Deswegen würde ich doch einfach mal, um auch da meine Kapazitäten auszubauen, hier diese blaue Karte ausspielen. Die lege ich mal hier hin, damit ich mir hier keine Plätze unnötig verbaue, weil die grüne Goldkarte, die kann ich leider noch nicht ausspielen. Die braucht drei grüne und ein lilafarbenes Symbol. Aber da würde ich doch einfach sagen, passend dazu schnappe ich mir doch hier mal eine grüne Ressourcenkarte. Dann kann ich nämlich mir vielleicht mal diese Karte leisten. Okay, dann lege ich hier nach und der Bot ist wieder dran. Und dann sehen wir gleich wieder, er hat noch nicht die nötigen Ressourcen. Und es passt keine der Karten zu den Zielen, nimmt er sich also wieder die Ressourcenkarte und fügt die hier hinzu. Jetzt könnte er sich die übrigens auch leisten, also da muss ich schauen, ob ich ihm die nächste Runde noch da liegen lasse. Oh, und dann geht es hier weiter, auch hier da wieder noch nicht die nötigen Ressourcen, keine der Karten passt zu den Zielen, nimmt er sich also wieder eine Ressourcenkarte. Oh, da hat er schon vier blaue Ressourcen, also da könnte es demnächst richtig Punkte für den Bot geben. Jetzt bin ich aber erstmal wieder dran und ich bleibe doch beim ursprünglichen Plan und nehme hier diese grüne Karte. Auch hier bleibe ich erstmal dabei, ich will mir keine Plätze unbedingt verbauen, deswegen überbaue ich jetzt hier einmal diese blaue Ressource wieder. Und wir haben auf der Kamera auch noch ein bisschen Platz, wie ich gerade sehe, also insofern brauche ich hier noch keine großen Verschiebeaktionen zu machen. Und ich würde sagen, ich schnappe ich ihm die weg? Nein, ich schnappe ihm die nicht weg.
Ich nehme tatsächlich lieber die rote Karte, ja, weil mit denen kann ich auf jeden Fall gut was anfangen. Dann wird eine neue Karte für den Bot hingelegt und dann ist er auch dran. Und auch hier sehen wir wieder, es passt keine der Karten hier zu seinen Zielen, aber er kann sich diese Karte leisten. Und wenn das der Fall ist, dann wirft er diese Karte ab und bekommt die Punkte, die hier oben angegeben sind. Bei dieser Karte also einfach 2 Punkte, ganz egal, was sonst hier die Voraussetzungen für das Punktemachen sind. Das hier wäre eigentlich eine Karte, da bekommt man für jede Ecke, die man beim Platzieren überdeckt, 2 Punkte. Aber der Bot bekommt einfach immer nur fix die Punkte, die da oben zu sehen sind. Also für diese Karte 2 Punkte und dann kommt die weg. Ja, aber auch grün ist hier jetzt auf dem Board. Dann legen wir natürlich eine neue Goldkarte aus und wir schauen hier wieder, die Karte kann er, also die passen zu keiner von den Aufgaben, das passt, das hat er noch nicht da, insofern nimmt er sich die grüne Ressourcenkarte. Und weiter geht's, bin ich wieder dran und ich würde doch sagen, da ich hier mit Rot doch ganz gut fahre, wir könnten jetzt hier einen neuen Strang aufmachen, aber da ich aktuell keine Karte sehe, mit der ich mit Flaschen nochmal Punkte mache, lege ich jetzt diese rote Karte hier oben drauf, sodass ich hier schon mal einmal dieses Ziel erfüllt habe. Das kann ich natürlich auch noch mehrfach erfüllen. Und ich habe jetzt auch schon 5 rote Ressourcen zusammen, sodass ich hier auch schon einmal dabei bin und wahrscheinlich das auch noch ein zweites Mal schaffe. Das ist doch schon mal ganz nett. Die Karte kann ich mir immer noch leisten, aber für die will ich, glaube ich, erst noch ein bisschen was vorbereiten, damit sie sich auch mehr lohnt. Okay, gut. Dann auf zur nächsten Karte, die ich mir hole. Ja, die Karte kann ich mir leisten und da kann ich auch ganz gut Punkte mitmachen. Auch das wieder so eine, bei der ich 2 Punkte pro abgedeckter Ecke beim Platzieren bekomme. Da kann man sich schon ganz nett was zusammenbauen. Hier gibt es Punkte für Schriftrollen, da habe ich aber keine. Insofern, glaube ich, ja, nehme ich hier die grüne Karte. Die passt dann später ganz gut hin. Und dann gibt es noch eine neue Karte hier für die Auslage. Dann ist der Bot wieder dran. Die Karte kann er sich auch direkt leisten. 2 lilafarben und ein blaues Symbol. Einen Punkt gibt es. Und den tragen wir dann hier auch gleich ein. Eine neue Karte in die Auslage. Und hier wird wieder geschaut, die Goldkarte kann er sich noch nicht leisten. Und die Karten bedienen nichts hiervon. Insofern bekommt er einfach wieder nur die Ressourcenkarte. Aber jetzt könnte er sich schon blaue Fünfer leisten. Das ist nicht so gut, aber die muss ja auch erstmal auftauchen, damit er davon was hat. Okay, dann bin ich wieder dran. Und jetzt werde ich mal schauen, kann ich hier was Schönes vorbereiten? Ich denke ja. Vielleicht so. Ja, weil vielleicht bekomme ich es hin, noch ein paar mehr rote Karten zu sammeln. Wobei, das wird jetzt schon schwieriger. Aber ich habe jetzt schon 6 rote Ressourcensymbole zusammen, sodass ich von dieser Karte auf jeden Fall schon 2-mal die Punkte mitnehme. Und in der nächsten Runde kann ich hier eine von diesen grünen Karten anlegen und damit ein paar Punkte machen. Aber auch von dieser Ressourcenkarte bekomme ich schon 1 Punkt. Den nehme ich mir dann hier auch. Und dann schaue ich mal, was ich noch an Karten hier liegen habe. Und ich glaube, diese grüne Karte, die finde ich doch gar nicht mal schlecht. Die kann ich super hier hinlegen und dann kann ich mit den anderen grünen Karten noch mehr machen. Okay, die nehme ich mir. Eine neue Karte kommt dahin. Und dann ist auch schon wieder der Bot dran. Diese Karte kann er sich direkt leisten. Deswegen nimmt er die für 1 Punkt. Und beim zweiten Stapel kann er sich die noch nicht leisten, aber sie passt zu den Zielen, die es hier gibt. Und deswegen nimmt er sich die als Ressourcenkarte. Dann bin ich auch schon wieder dran. Ja, wie geplant. Ich lege die Karte hier an. Ich habe 3 grüne Symbole. Dafür bekomme ich hier einfach flat 3 Punkte. Das gibt es auch in allen Farben. 3 von den Symbolen haben und dann 3 Punkte bekommen. Und dann bin ich schon bei 5. Bin ich wieder ein bisschen vorne. Und ich lege mal meine Karten jetzt hier rüber. Und da will ich jetzt gleich schön noch was einbauen. Dann schaue ich aber mal, was jetzt hier an Karten da ist. Also diese blaue Karte kann ich selber eigentlich gar nicht benutzen, aber er kann die
bekommen und die will ich ihm wirklich nicht gönnen, weil das sind 5 Punkte. Deswegen, die nehme ich selber auf die Hand und werde sie vielleicht einfach als blaue Ressourcenkarte ausspielen, bevor mir da der Bot da 5 Punkte abnehmen kann. Okay. Ach ja, aber... Ah nee, das bekommt er noch nicht. Gut, der Bot ist dran. Hier wieder kann er sich noch nicht leisten. Insofern, und passt auch zu keiner der Ziele, insofern bekommt er hier eine Ressourcenkarte in lila. Wird auch gleich eine lilafarbene nachgelegt. Und hier drüben gilt auch wieder, er kann die sich beide nicht leisten. Aber auch der Bot nimmt solche Fünferkarten direkt raus. Und zwar in diesem Fall als Ressourcenkarte, damit ich die nicht bekommen kann. Was ja auch ganz clever ist. Habe ich ja eben auch in die andere Richtung genauso gemacht. Okay, ja, meine Runde ist schon wieder da. Wie gesagt, die Karte kann ich erstmal gar nicht benutzen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt muss ich mal schauen. Macht es Sinn, hier vielleicht noch ein bisschen mehr vorzubereiten? Ich glaube, viel mehr wird es nicht. Deswegen lege ich die Karte hier rein. Und das ist wieder so eine, die halt 2 Punkte pro überdeckter Ecke gibt. Und das heißt, in diesem Falle bekomme ich gleich 3 mal 2 Punkte, also insgesamt 6. Wichtig ist, ich muss beim Ausspielen muss ich die Voraussetzungen erfüllt haben, also hier die 3 grünen und das blaue Symbol. Das blaue Symbol überdecke ich jetzt allerdings, das fehlt mir dann halt später. Aber es sind 6 Punkte und das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Okay, dann schaue ich mal, welche Karte ich mir als nächstes hole. Ja, rot ist doch hier genau das, was ich haben möchte und was ich auch ausspielen kann. Deswegen, das passt ganz wunderbar, aber es kommt auch gleich eine rote nach und dann kommt danach kommt noch eine rote. Heieiei. Gut, der Bot ist wieder dran. Hier, diesmal kann er sich die Karte leisten. Ist für ihn 3 Punkte wert. Gibt also 3 Punkte für den Bot. Und ja, da kann er sich auch wieder die Karte leisten. Auch hier nochmal 3 Punkte. Für den Bot kommt dann jetzt auf 10 Punkte, also nur noch 1 Punkt hinter mir. Okay, so, dann, ich könnte jetzt gleich nochmal hier diese grüne, die grüne Karte kann ich noch gar nicht ausspielen, weil ich gerade kein lila Ressourcensymbol habe. Da muss ich dann mal demnächst nachlegen, nach Möglichkeit. Aber ich spiele jetzt erstmal diese Karte hier, weil die kann ich mir problemlos leisten und ich bekomme dafür 3 Punkte. Und dann schnappe ich mir hier natürlich die rote Fünferkarte, weil die kann ich auch selber spielen. Und damit bin ich dann dem Spielende schon ganz, ganz nahe und kann vielleicht den Sieg davon tragen, wenn ich einfach auch ein bisschen schneller bin als die KI. Finde ich übrigens auch im Mehrpersonenspiel immer eine sehr schöne Sache hier, dass es auch so ein kleines Rennen ist, das Spielende eben auszulösen. Und da kann man sich manchmal auch so ein bisschen beeilen und dadurch einfach ein bisschen schneller sein. Gut, die KI ist wieder dran. Die kann sich hier die blaue Karte für 3 Punkte leisten. Gar kein Problem. Ist bei 13 Punkten. Gibt eine neue Karte. Und sie kann sich auch problemlos die blaue Karte leisten. Die ist für sie aber nur 2 Punkte wert, weil sie ja keine Kartenecken damit abdecken kann. So, dann wieder hier eine Karte. Oh, das passt ja ganz wunderbar. Okay, so langsam werde ich vielleicht doch nochmal hier ein bisschen was verschieben müssen. Denn ich spiele jetzt natürlich hier meine rote Fünferkarte. Die passt hier ganz wunderbar hin. Auch wenn sie da eine Flasche überdeckt, aber das ist ja nicht weiter wichtig. Aber es gibt 5 Punkte. Das ist sehr schön. Und dann schnappe ich mir hier natürlich nochmal diese rote Karte, weil für die habe ich die Voraussetzungen. Die kann ich hier hinlegen für 4 Punkte. Und ich mache nochmal hier diese Formation von dem öffentlichen Ziel. Das ist doch sehr schön gelaufen jetzt. Und ja, dann ist jetzt nochmal der Bot dran und schaut hier wieder, die Karte kann er sich leisten. Gibt 3 Punkte. Und einmal nachgelegt und auch diese Karte hier kann er sich problemlos leisten. Die gibt's aber, da gibt es aber nur 1 Punkt. Insofern auch der Bot schafft jetzt noch nicht das Spielende einzuläuten. So, ich werde jetzt in meinem Zug die 20-Punkte-Marke erreichen. Ich mache dann meinen Zug zu Ende, dann ist der Bot nochmal dran und dann sind wir beide jeweils noch einmal dran. Und so ist dann gleich das Spiel zu Ende. Aber bevor das alles passiert, werde ich mal das Punktebrett hier
ein wenig zur Seite schieben, sodass das nicht mehr ganz im Bild ist. Aber dann passen meine letzten Karten, ich habe ja noch zwei Karten, die ich dann insgesamt spielen werde, passen dann hier noch hin. Und als allererstes spiele ich jetzt hier natürlich diese rote Karte, denn die funktioniert hier ganz, ganz wunderbar für 4 Punkte. Dann bin ich bei 23 und dann schaue ich mal, kann ich davon mir jetzt hier noch eine leisten? Das ist leider nicht der Fall, aber vielleicht diese grüne Goldkarte könnte für mich noch funktionieren, wenn sie maximal 3 braucht. Ja, schade. Das war zu hoch gepokert, denn die brauchen ein Lila-Symbol und das habe ich nicht. Also mit meinem letzten Zug werde ich keine Punkte mehr machen, aber ich mache ja auch noch Punkte von den Zielen. Deswegen, ja, das sollte doch klappen, schätze ich mal. Okay, der Bot ist jetzt nochmal dran und der schaut, der kann sich natürlich diese Karte leisten. Die gibt ihm einen Punkt. Und diese Karte kann er sich natürlich auch leisten. Die gibt ihm nochmal 2 Punkte. Und dann bin ich jetzt noch einmal dran. Tja, ich kann leider keine von den Karten noch spielen, die ich jetzt noch habe. Insofern kann ich jetzt tatsächlich nur sagen, ich drehe mal hier diese blaue Goldkarte um und lege die hier einfach dazu. Mehr passiert jetzt für mich leider nicht. Ich darf natürlich jetzt hier noch eine Karte nehmen und da würde ich doch sagen, wird der Bot insgesamt 3 Punkte bekommen. Ich nehme einfach eine vom Stapel, bevor ich ihm dann mehr geben würde. Ja, ich hätte die nehmen sollen, dann hätte er einen Punkt weniger bekommen. Okay, kann man nichts machen. Aber wie gesagt, 2 Punkte für diese Karte und nochmal 1 Punkt für diese Karte. Dann ist die KI jetzt hier vor der Endabrechnung knapp vor mir. Aber wie gesagt, ich bekomme jetzt noch die Punkte von den 3 Zielen. Also da habe ich schon einen Vorteil als Spieler. Ich habe allerdings tatsächlich überhaupt gar keine Federn hier gesammelt. Also so Schreibefedern sind das. Da habe ich wirklich gar nichts von. Also für das Ziel bekomme ich schon mal keine Punkte. Aber ich habe zweimal hier so eine Formation mit roten Karten gebaut. Das heißt, dafür bekomme ich schon mal 4 Punkte. Und auch mein persönliches Ziel habe ich zweimal erfüllt mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 roten Ressourcensymbolen. Dafür bekomme ich also auch nochmal 4 Punkte. Dann komme ich bei 28, 29, 30, 31 Punkten. Ich mache das jetzt mal so. Bei insgesamt 31 Punkten, beziehungsweise so wäre es richtig, weil 29 haben wir ja auch noch. Dann machen wir so 29 plus 2. Dann komme ich bei 31 Punkten raus, habe also gewonnen. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hatte ein paar Mal Glück, dass die KI nicht an die 5-Punkte-Karten rangekommen ist, sondern ich die gut wegfischen konnte. Und ja, für mich hat es auch gut funktioniert. Aber man kann das Solospiel auch noch ein bisschen schwieriger machen. Dann startet die KI mit, oder der Bot vielmehr, eine KI ist es ja nicht, der Bot mit 5 Punkten, nämlich 4 Punkten extra. Und wenn man ein bisschen Probleme hat, dann kann man den Bot auch mit nur 2 Ressourcenkarten starten lassen. Also ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen fürs Mehrpersonenspiel auch üben. Oder wenn man einfach gerne Solo spielt, was ja auch viele, viele Leute machen, dann kann man das jetzt hier eben auch tun mit Codex Naturalis. Ich habe jetzt erstmal hier das Solospiel gewonnen. Fand ich auf jeden Fall wieder schön. Ich mag einfach dieses Spiel. Wie gesagt, es ist so wunderschön. Und ich hoffe, für euch war das jetzt auch interessant, mal zu schauen, wie funktioniert der Solo-Modus überhaupt, wie funktioniert vielleicht auch das Spiel. Und wie gesagt, wenn ihr nochmal genauer schauen wollt, was ich damals in meiner Rezension zu dem Spiel gesagt habe und wie das Spiel genau funktioniert, dann schaut da auch gerne in mein Regel- und Rezensionsvideo. Und ansonsten hoffe ich einfach, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und lasst auch gerne ein Abo für den Kanal da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich auch sehr freuen. Zwischendurch, oder beziehungsweise bis zum nächsten Video, folgt mir gerne auch mal bei Facebook, Instagram, Blue Sky oder X für aktuelle Bilder oder Beiträge eben aus dem Bereich Brettspiele und Sammelleidenschaft. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und bis zum nächsten Video oder bis wir uns irgendwo anders sehen, sage ich dann bis bald und ciao.